Freunde, es wird schon wieder dunkel auf den zitternden Inseln. Ich habe da übrigens gerade mal ein Schild fallen lassen. Weiß jetzt wieder, wie es geht. Musst du mal nachlesen. So, und zwar möchte ich jetzt meine Karte wieder haben. Und wir gehen jetzt den Weg weiter. Ich nehme euch natürlich mit den ganzen Weg, damit ihr nichts verpasst, wenn ich dann mal... Ach ja, und ein Level bin ich aufgestiegen. Das habe ich nochmal eben schnell so getan. Ich dachte mir, das muss jetzt nicht unbedingt in die Aufnahme mit rein. Ich habe nämlich gerade da ein bisschen rumgespielt, damit ich noch ein paar, damit ich wieder in die Steuerung reinkomme. Und dann bin ich auch irgendwie gleich schlafen gegangen, habe ich ein Level abgekriegt. Und dann, naja. Ihr kennt das ja. Oh, da ist was zum Entdecken. Ein Lager. Kleines. Ihr habt gefunden, Hoffnungslager. Uiuiui. Gibt es hier auch wieder so eine alte Kackhexe, oder was? Hier, noch ein Stundenglas. So. Gold, Silbernugget. Gold und Silber, guck, den will ich nicht haben. Hier. Hey du. Gibt's doch nicht ohne Grund die Abzweigung, oder? Wir müssen hier runter. Hier gibt's bestimmt was zu entdecken. Unter den Wurzeln, ganz bestimmt. Ich spüre es. Auf jeden Fall gibt es hier diese Kröte. Nö, hier ist irgendwie doch nichts. Mich juckt es am Ohr, lass es sein. Das war ja eklig. Freunde, wenn ich nicht springen kann, komme ich hier nicht wieder weg. Ist euch klar, ne? Danke. Gut, also hier ist nichts. Dann habe ich mich hier völlig umsonst aufgehalten. Gehen wir jetzt hier wieder den Weg hoch und erkunden quasi dieses Tor da. Hinfort! Mit dir, schreckliches Monster. Schon wieder gejuckt am Ohr. Was passiert denn hier? Habe ich überall Dunner oder Donnerwurzelbaum? Der da wahrscheinlich. Oh, das war der Weg. Interessant. So, hier müssen wir jetzt aber reingehen, ne? Ist klar, Kinders. Grenzmembran. Die Membran kann nicht per Hand bewegt werden. Dann stechen wir die Membran durch. Das erinnert mich hier an irgendetwas, wenn man mit einem langen Ding hier diese Membran durchstoßen will. Ha, jetzt muss ich die Folge ab 18 kennzeichnen, weil ich hier reinstoßen möchte, aber egal. Und per Hand geht das nicht. Früher hat das per Hand immer funktioniert. En garde, du tödliches Mistvieh. Dort wäre das nächste Lager, okay. Was haben wir hier? Achso, dass wir hier Ascheblüten sammeln können.
finde inzwischen eigentlich kann die Musik mal ein bisschen lauter, oder? Irgendwie Gesamtlautstärke 100, aber Musik ist ja... Ist das so besser? Wir probieren das mal. Hier ist also das Kollerlager und hier ist auch so ein fieser Bösewicht. Hallo du. Du kannst mir nämlich gar nichts. Das ist doch einfach. Tank der Giftheilung. Oh, jetzt habe ich einen Silberteil aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Hier sind so viele Kristallkugeln. Ich wette, ich muss die nachher alle noch sammeln. Ich hätte schon so viele sammeln können. Scheiße, ey. So. Da ist aber noch irgendwas, das, was ich entdecken kann. Das will ich auch entdecken. Da, guck mal, da ist noch so ein Dörflein. Hallo. Ihr seid hier neu, also werde ich versuchen, Geduld mit euch zu haben. Das ist nett von dir. Ich stelle eine Systematik aller lebenden Dinge auf den Shivering Isles zusammen. Des Wetters, der Veränderungen bei Mond und Sternen und ihrer Wechselbeziehungen. Okay. Oh Mist. Entschuldigung. Ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz mit Dilettanten. Wenn ich mit der Enzyklopädie Scheotia fertig bin, könnt ihr sie nach Herzenslust studieren. Okay. Meine Arbeit ist viel zu wichtig, um euch einfach zu vertrauen. Ich wüsste nicht, warum ich mit euch sprechen sollte. Okay, dann nicht. Auf Wiedersehen. Ihr habt gefunden Hochkreuz. Dieses Metalltor, wo nichts hinter ist, ist schwierig. Wir probieren es aber mal. So. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Ich trau mich immer nicht. Warum? Diese Schlösser knacken ist so bescheuert. Diese Schlösser knacken ist so bescheuert, das macht so keinen Spaß. Finde ich das in Skyrim 10 mal geiler. Dann kann ich irgendwie auf automatischer Versuch gehen. Danke. Immerhin hat mir das ein paar Punkte gebracht. Ich brauche neue Dietriche. Muss man irgendwo mal wieder welche kaufen. Haus von Ren im Kreis. Rennst du im Kreis? Wollt ihr da nur so rumstehen? Hallo, Ren im Kreis. Na? Ah, ein Fremder in der Stadt. Aber wie ich immer sage, ein Fremder ist einfach ein Freund, den ich bisher noch nicht kannte. Hey, Freund. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Ich bin im Moment etwas knapp. Ich würde mich über alles freuen.
Hau ab, entschuldigt, ich kann euch gar nicht helfen. Hier habt ihr eine Münze. Danke, vielen Dank. Sie mag es nicht, wenn ich in der Nähe ihrer Pflanzen rumrenne. Alles, was sie zu interessieren scheint, ist das Sammeln von Pflanzen und Tieren. Der Argonia Großkopf sucht ständig nach der Gabel der Gänsehaut. Okay. Auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Sie sagt gar nicht, wenn ich klaue. Das ist dann ja langweilig. Dann will ich nichts klauen. Selber schuld. Meist im Nahkampf? Es geht alles so schnell. Wenn es nur zwei sind. Kann ich hier brauchen. Ja, 20 Kristallkugeln und 3 Stunden Gläser, okay. So, doch, sie hat ein Bett. Aber sie ist irgendwie noch nicht zu Hause, von daher. Gut. Das Haus, das Haus. Hier habe ich das Ding aufgemacht. Jetzt gehen wir nochmal in das Haus hier. Da brauche ich niemanden, Dietrich, für. Hey, du. Guten Tag. Hallo. Der Segen des Warngotts. Okay, danke. Sie ist besessen davon, Pflanzen und Tiere zu sammeln. Ich würde von ihr wegbleiben. Geht ihr jetzt bitte weiter. Ich muss hier fegen. Gehen Sie bitte weiter. Einfach weiter geradeaus. Danke. Gibt's hier noch wen? Entschuldigung. Sieht ja keiner, ne? Oh, die brauche ich aber nicht. Hallo? Ich habe nichts geklaut, ich habe nur mal überall reingeguckt, ne? Hallo. Ja, tschüss. Also hier gibt's irgendwie nichts. Oh, wer bist du? Bleib hier. Gut, sprecht, Wahnsinnige. Ich bin ein Kerl, hoffe ich. Ich habe gehört, dass Earil von Brithauers Mätzchen die Nase voll hat. Er will wirklich, dass etwas unternommen wird. Möget ihr Trost finden in eurer Machtlosigkeit. Danke. Netter Kerl. Ich glaube, jetzt ist aber das... Obwohl, die Sprache ist eigentlich ganz schön laut, ne? Ich mache sie mal ein bisschen lauter noch. So, alles klar. Also, das war's. Jetzt laufen wir mal hier hin. Jetzt gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Ich meine, wir sind jetzt hier auf den zitternden Inseln, obwohl wir gerade mal aus dem Gefängnis rausgekommen sind, quasi. Und das hier ist eigentlich ein Addon gibt. Oh, jetzt habe ich was weggeschmissen. Wartet. Das hier ist quasi ein Addon-Gebiet, ne? Also eigentlich, wenn wir hier noch ein paar Stunden verbringen, so. Bevor wir die eigentliche Hauptstory durch haben. Aber ich glaube, hiernach machen wir mal die Hauptstory, würde ich sagen. Oh, da hat wer das getötet. Ich weiß nicht. Nee, das war ich definitiv nicht. Meine Handschrift sieht anders aus. Sieht das überhaupt aus? Das hier ist ja das Lager und vor mir ist nix. Okay. Ah, hier ist ein Turm. Am Ende des Weges sind wir.
Na na. Schrei nicht so. Geschwüre sind ganz schön anfällig irgendwie. Oh, hallo, wer bist du? Hungriger Hunger. Hungerzunge. Hungertang. Auf Englisch. Fein. Mal gucken, was es hier so gibt. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich habe irgendwas zwischen gehört. Huiuiui. Also man muss halt echt die Novizen ausschalten, dann sind die geschworenen Einheiten ganz schnell weg. Ich merke schon, hier wird's jetzt spannend. Ich will es nicht weiter versuchen. Oh, ich würde hier gerne... Danke. Das war ja knapp. Kann ich da auch nochmal drauf drücken? Das ist besser. Herne Grube, okay. Lobpreisung, jups. Hineinblicken nach vorne, Hände über den Kopf heben. Gepriesen sei Gott, der Herr der Grube, erhöre uns deinen Erlöser, bla bla bla, bla 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 bla. Gepriesen sei bla. Wenn der Freiwillige maximale Höhe erreicht hat, Handgelenke und Knöchel loslassen. Warten, bis das Schreien aufhört. Blick nach vorne, Hände über den Kopf. Wenn der Freiwillige die maximale Höhe erreicht hat. Warten, bis Cube antwortet, hinknien, wobei die Hände über den Kopf erhoben bleiben. Gegrüßt seist du, Cube, Herr der Grube, gegrüßt sei die Wiedergeburt, Tag unseres Todes. Mhm. Gleichzeitig hin und her schwingen. Interessant. Ich kann's auch nehmen. Gib mir das. Okay. Okay. Gibt's hier irgendwie noch einen Ausgang oder so? Oder gibt's nur die Grube? Weil dann würde ich sagen, wir speichern und springen in die Grube. Ja. Und das ist er wahrscheinlich, wa? Der Jupp. Speichern. Und rein. Juhu. Das tut mir also nicht weh. Ach du meine Güte. Ich verstehe.
Die Perle will ich haben. Und du bist ein toter Freiwilliger. Du hast eine unreine Perle, die will ich auch haben. Also, ich schwimme einmal das Wasser, ich will nämlich den Rücken frei haben. Jetzt sieht alles klar aus. Na gut. Dann will ich mal weiter. Den Djup ein bisschen ärgern. Oder Djup, oder wie er heißt. Entschuldigung. Hast du diese Dinger? Zugschote. Aha. Ich wette, der Gyup ist ein ausgewachsener Baliwok. Baliwok. Das finde ich macht zumindest Sinn. Helm des Lemuren. Magie widerstehen 7% an selbst. Verfluchte Leichtfußstiefel. Feder 45 Punkte, Licht 5 Fuß an selbst. Interessant. Dann müssen wir mal gucken, was bringt, hä? So. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ganz normale Stiefel hier. Aber das sind halt, ist halt schwere Rüstung, ne? Die haben halt schon eine Rüstung von 2. Und wenn ich hier jetzt verfluchte leichte Stiefel nehme, die haben aber auch eine Rüstung von 2. Die bringen mir auch mehr. Wahrscheinlich. Ne, ist auch schwere Rüstung. Habe ich mich vertan. Gut, Helm der Lemuren, das ist aber eine leichte Rüstung. Und hier habe ich einen. Was ist das für ein Helm? Wahrscheinlich irgend so ein Kackhelm. Da, Klingenhelm. Rüstung 2 und das ist Rüstung 1. Ich glaube, das kann ich widerstehen. Zack. Oh, hübsch. Wie auch immer. Dann kann ich nämlich den hier fallen lassen und den fallen lassen. Und zack, habe ich wieder ein bisschen Watt gespart. Die bringen nämlich eh nichts. Die Musik macht es aber auch spannend, ey. Junge. Oh, wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Gut. Was ist hier? Sheogards Reich. Das war's? Echt? Interessant. Gut. Dann gehen wir hier mal wieder raus und sehen in der nächsten Folge, was uns auf der anderen Seite erwartet. Vielleicht. Das war ja doof. Ich dachte, jetzt kriegen wir so einen Übergegner, den wir ein bisschen verkloppen können. Aber na gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bis zur nächsten Folge und ich freue mich aufs Abenteuer. Tschüss.